Und heute mit dem Gericht von Sabine Später aus Schwertberg, Bezirk Berg in Oberösterreich. Heute gibt es eine Dinkel-Reispfanne mit Gemüse und frischen Pilzen. Champignons habe ich dabei. Kleine Shiitake-Pilze, das sind die braunen hier, und die Kräuterseitlinge. Was habe ich bis jetzt schon gemacht? Gemüse geschnitten, Zucchini, Paprika, dann ein paar Karotten. Die Abschnitte habe ich schon hier gekocht. Das ist das Süppchen oder der Gemüsefond, in dem ich den Dinkelreis garen werde. Also muss man das mal abseihen. Kommt ein super duftendes Gemüsesüppchen raus, das man gut weiterverarbeiten kann. Dinkelkörnern, doppelte Menge drauf, also einmal bedeckt, circa 20 bis 25 Minuten kochen. So, jetzt würde ich eher große, rautenartige Stücke verwenden, damit das dann am Teller auch schön aussieht. Ein Stückchen Apfel ist mir noch übergeblieben, den schneide ich da auch rein. Zucchini, ganz dünn, nudelig runterschneiden, damit wir ein bisschen eine andere Form auch in Pfanne und im Topf haben. Jetzt zu den Pilzen. Vorher nur etwas mit dem Messer die dunklen Stellen geputzt, nicht allzu viel mit Wasser gearbeitet. Auch da wird nicht allzu kleine Stücke schneiden. Und jetzt einfach ohne Öl Farbe nehmen lassen, ein bisschen salzen. Kann ich gleich ein bisschen Petersilie schneiden. So, jetzt geben wir einen Schuss Olivenöl dazu. Die Zwiebel, Knoblauch dünnblättrig, die Petersilie dazu. Jetzt kann man dann schon leicht pfeffern. Karotten kommen jetzt ebenfalls dazu. Dann die Paprika, Zucchini und der Apfel. Das darf jetzt da mal kurz mitrösten. Süppchen drüber. Das darf jetzt ein bisschen köcheln, bis die Flüssigkeit doch schön wegreduziert ist. Gibt noch einen Schuss Wermut dazu, ein Stück Butter. Um dem Ganzen da noch ein bisschen Cremigkeit zu geben. Jetzt schneide ich noch die Kräuter. Ein Sauerrahm-Dip soll es ja noch sein. Salz, Pfeffer für den Kräuter-Dip. Kräuter dazu. Da ist auch schon fast alles eingekocht. Bisschen Flüssigkeit noch mit dabei. Dinkelreis durchmischen. Und dann können wir auch schon anrichten. Jetzt den Mozzarella, den ich nicht schneide, sondern nur grob drüber zupfe. Und ein bisschen was vom würzigen Feta-Käse. Ein Schuss Olivenöl darf da nicht fehlen. Und fertig ist die Dinkel-Reispfanne mit frischem Gemüse. Silvia, vielen herzlichen Dank fürs Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen und Mahlzeit.